Ja, schöne Geräuschanimation. Ah, da ist er. Noch bin ich ein bisschen erkältet. Ach, da bist du! Na warte! Bitte seht es mir nach. Solange das Phantom ihr auflauerte, wollte Lilly lieber nicht anlegen. Okay. Bleib schön stehen, hörst du? Nein, niemals. Okay. Hey, komm zurück! Wir paddeln ja gegen die Strömung an. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Nahaha, wir locken dich hier hin. Ganz da hinten, mein Freund. Hey, halt da hin, kommst du nicht nach? Bleib schön stehen, hörst du? Niemals. Hui. Jetzt sind wir schneller. Hey, komm zurück! Ja, komm. Schnell, 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 schnell. Na. Hat geklappt. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Oh, Schwein gehabt. Nicht so schnell! Was? X. Was? Was war das denn? Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Karte. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Alles klar. Entschuldigung. Lochkarten, was? Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Okay. Lochkartenschlitz. Eine Lochkarte. Hey! Und wir brauchen 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Scheiße. Und natürlich haben wir alles verloren, bis auf das Wollknäuel. Das war wohl die falsche Karte. Okay. Hier. Das war wohl die. Und hier? Oh. Aha. Runter können wir nicht. Wir können uns. Das ist eigentlich ein Ofen. Der müsste jetzt eigentlich noch heiß sein. Was? Oh, Herr Mantel! Wer hatte Angst vom schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Lecker Tee. Herr Mantel! Mensch! Hey! Das ist mein Kamin! Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Ah, Schmutz. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Was? Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Ja, er hat 2 Flöhe. Ja, Karin und Bertram. Alles klar. Kaminschacht. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich
pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Oh, nein. Okay, Ruß? Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp. Zum Glück nicht. Ich will es gar nicht wissen. Obwohl, was heißt zum Glück? Wir warten es ab, vielleicht kriegen wir noch einen. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Okay. Was weißt du über Edna? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Was? Hallo? Das war der Teufel, nicht Edna. Zum Wartungsraum und zum Dach. Wir gehen mal aufs Dach. Tschüss, Mantel. Oh, aha, der Hebinenmann, der ist auch noch da. Cool. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Ja, wenn sie mit so einem leisen Stimmchen daherkommt. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Schade. Ich dachte, ich hätte noch was, um die Motten einzufangen. Dann gehen wir mal in den Wartungsraum. Ein Staubwedel! Yay! Da sind wir. Eine Käsescheibe. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Yay. Ein Stuhlbein. Ja, wozu ein Stuhlbein doch gut sein kann. Alles klar, dann gehen wir mal unten. Hey Mantel, hast Bock auf eine Käsescheibe? Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel. Und ich spucke auf Dinge wie Staubwedel. Nicht unbedingt auf den Teppich. Aber ich spucke auf sie. Okay. Dann gehen wir mal runter. Entschuldigung bitte. Dann versuchen wir jetzt mal hier. Ja, eine löchrige Käsescheibe ersetzt eine Lochkarte, die auch genau dieselbe Codierung hat wie dieser Lochkartencomputer. Können wir den runternehmen? Ja, geil! Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Oh. Ach, verdammt. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Bis später. Zum Heizungskeller. Also nach oben geht's nicht mehr, alles klar. Pizza-Feier. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Was? Im Kühlschrank? Bananen! Gelbe Bananen. Ey, geh mal weg. Rote Tomaten. Okay. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Nee, darum heißen die auch so. Wir nehmen mal alles mit.
Nein, nicht. Tomaten. Und Brokkoli. Und machen die Kühlschranktür wieder zu. Soll ja keinen Strom kosten. Ein Staubwedel. Können wir den angucken? Lilly hatte im Kloster häufig Staub wischen müssen. Und manchmal hatte sie auch heimlich davon genascht. Ah, Igitt. Ein Dosenöffner. Ah, was? Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. So, ja. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Ja, kleiner süßer Hase. Okay, Telefon. Willkommen bei Spermis Pizza Service. Ich spreche mit Poki. Ja. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Alles klar. Da hatte Poki natürlich wieder ein... Da hatte jemand seine Kreditkarte in der Manteltasche vergessen. Ein gewisser... Hey, das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Okay. Und die Kreditkarte können wir eigentlich in eine Lochkarte verwandeln, aber wir müssen ja noch mit diesem scheiß Hasen da zurechtkommen. Oh. Überwachungsraum. Die Tür war fest verschlossen. Verdammt. Mal wieder. Harvey und eine Pizza. Okay, die Pizza haben wir uns geschnappt. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Dann nehmen wir den noch mit. Gittertür. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ich ahne etwas. Die Tür war fest verschlossen. Da hat wahrscheinlich jemand den kleinen Harvey am Seil dran. Die Tür. Den Harvey wollte ich mitnehmen. Oh nein! Der Phantom! Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Können wir mit ihm reden? Gut so. Schön stillhalten. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Wo war das? Erwachsenen widersprechen. Okay. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Was? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Spitze Gegenstände, haben wir das? Nein, verdammt. Willst du eine Pizza? Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Willst du eine Kreditkarte? Das Phantom sah nicht aus... Bananen. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel... Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Ach, schade. Das Phantom ließ Lilly nicht aus den Augen. Sie hatte keine Chance, irgendetwas zu probieren. Lilly konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Okay. Blaubeeren, ins Auge das drücken. Phantom, sie hat... Mist. Dann nehmen wir doch mal das... Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen.
Was? Schnur! Boogie. Boogie. Was? Boogie. Boogie. Was? Was? Drachenschwanz? Drache? Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Habe ich auch. Ein Huhn. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Kleine Info. Poki ist der Spitzname von Jan Müller Michaelis. Dem Entwickler oder dem Mitentwickler von Harveys. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Och, okay. Drachenschwanz? Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Okay. Oh, blöde Nase. Entschuldigung, bitte. Drache? Ich drück mal Leertaste. Drachenschwanz. Nochmal Schwanz. Können wir die kitzeln? Hey. Lass das. Okay. Aha. Können wir den Drachen noch selber kitzeln? Lass das. Ein Harvey-Drachen. Und wenn wir hier jetzt? Lass das. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich den hier irgendwie aus dem Weg kitzeln. Hey. Ja. Da, Mist. Können wir da jetzt nochmal? Ich kürze halt mal ein bisschen ab. Verdammt. Oh. Nö, sonst was anderes kann ich auch nicht. Gittertor. Was? Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Mist. Ich dachte, man kann da irgendwie aufs Schloss gehen oder so. Drache. Kitzel mir den da noch mal. Lass das. Kater, was machst du denn? Oh, muss ich den... Nein, hey. Ah, ja, alles klar, jetzt hab ich's. Ich muss ihn jetzt nochmal kitzeln. Er muss dann... Ja, alles klar. Und jetzt muss ich zum Gittertor. Da. Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Dornendranker, ich... Oh, danke. Das war knapp. Ich... Oh, oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Yes, wir haben es geschafft. Alter, wie sieht der aus? Oh, habe ich ein Messer im Kopf.
Oh.